Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu einem neuen Part Bellride. Heute der erste Tag in meinem neuen Lebensjahr. Ich wollte mich bei euch auch an dieser Stelle nochmal ganz herzlich für eure Glückwünsche bedanken. Ich habe mich wirklich über jeden einzelnen Kommentar sehr gefreut. Wir müssen auf jeden Fall im heutigen Part Fleisch besorgen. Fleisch, lecker Fleisch. Weil wir das ja für die Quest brauchen und diese kleinen Dinger, die ich da letztens gefangen habe, nicht dafür reichen. Genau, das machen wir auf jeden Fall jetzt dann und dann schauen wir, was uns der Rest noch so bringt. In diesem Sinne, viel Spaß und let's go! So, wo sind wir denn stehen geblieben? Ach, schaut mal an, die stecken sich da sogar selber Zeug drauf. Das ist ja auch sehr cool. Genau, ich habe gesagt, wir müssen uns auf jeden Fall noch diese zwei Stück gekochtes Fleisch holen. Und zwar habt ihr geschrieben Wolf oder Hirsch. Das heißt, wir müssen uns jetzt mal auf die Suche machen. Vielleicht wäre es sinnvoll, wenn wir dann einfach wieder hierher zurückgehen. Dann können wir hier nämlich auch gleich nochmal Schilfrohr mitnehmen und hier haben sich ja die Wölfe getümmelt. Also, lasst uns mal ganz kurz ins Inventar schauen. Da habe ich halt jetzt das ganze Zeug dabei. Das ist natürlich doof. Erstmal das hier essen. Zwei Stück Fleisch. Wen nehme ich denn mit? Wen nehme ich mit? Dalibor war der Jäger, oder? Ich glaube schon. Hier ist er. Nee, Lubomir, nicht Dalibor. Du bist mein Gefährte. Bleib aber noch mal kurz da. Ach so, Quatsch. Ach, was mache ich denn da schon wieder? Ich will ihm eigentlich das Fleisch geben. Hier, Inventar, jetzt hat. Er hat halt auch schon wieder so viel im Inventar. Hm. Ja, das ist halt doof. Kann ich denn... Ich will aber das Zeug jetzt nicht hier reinlegen, weil ich Angst habe, dass sie das für irgendwas anderes benutzen. Aber vielleicht wäre es gar nicht schlecht, oder? Dann tun wir mal die Schnüre... Ach so, Quatsch, alt. Die Schnüre rein... Das Fell und... Ach, die zwei Baumstämme gehen auch. Okay, dann nehme ich das Fleisch hier noch mit. Und dann würde ich mal sagen, dass wir jetzt einfach mal losgehen. Kommst du mit? Ja. Hier, er hat das ganze Zeug auch noch in der Hand. Süß, wie er die Flachsblumen da hält. Ja gut, ich lasse mich mal wieder ablenken. Never mind. Schauen wir mal weiter. Übrigens war mein Tag gestern richtig schön. Für die alle, die es gesehen haben, ich habe ja so kleine Törtchen gegessen und dann haben wir noch einen anderen Ausflug gemacht und am Schluss sind wir in meinen Lieblings-Burrito-Laden gegangen und dann gab es lecker Burrito. Das war auf jeden Fall super, weil Burrito mein Lieblingsessen ist. Und ja, genau, das so viel zu meinem gestrigen Tag. Dann habe ich natürlich mich sehr über eure Kommentare gefreut. Die waren auch alle richtig lieb. Und genau, ja. Dann schauen wir mal, was uns dieses Lebensjahr so bringt. Wo ist er? Da. Ah, hier, wartet mal. Hier ist ja schon der... Ist das ein Wolfi oder was ist das? Ja, okay. So, sehe ich den von hier. Ach, fuck, ich habe natürlich wieder... Oder... Ich habe meine Pfeile vergessen. Wieso sagt mir denn keiner was? Du brauchst jetzt gar nicht weglaufen. Bleib da. So. Und wieso tut er eigentlich nichts, weil er keine Waffe hat? Halt, stopp. Ja, weil er keine Waffe hat. Ja, ganz großes Kino. Überreste. So, der hat aber zwei Stück. Dann nehmen wir doch die zwei mit. Und gehen jetzt mal Ding holen. Wie heißt Schilfrohr? Genau, Schilfrohr. So, dann hoffe ich, dass dieser böse Wolf da nicht irgendwo wieder rumlungert. Weil auf den hätte ich jetzt gar keinen Bock. Ich kann mich aber auch mal... Ich habe die Verbände auch weggelegt. Oh Mann. Nein. Ich habe sie nicht weggelegt. Ich habe die Typen doch damit geheilt. Tu die Axt weg, sonst kannst du nicht gescheit looten.
so. Ein bisschen Schilfrohr. Na, kein Stock. Das möchte ich bitte. Irgendwas Böses in der Nähe? Nein, sehr schön. Super duper. Dann hat es mir jetzt mal wieder gar nichts gebracht, ihn mitzunehmen. Ich müsste halt aber auch einfach vorher gucken, ob die ihre Axt haben oder nicht. Ich weiß auch nicht, was die immer mit der Axt machen. Legen die die dann wieder in das Holzfäller-Ding? Was ich mir aber auch nicht vorstellen kann, weil sonst würde ja nicht die ganze Zeit dastehen, dass die Axt im Holzfällerlager fehlt. Also, da komme ich noch nicht so ganz dahinter. Ich könnte ihnen halt aber natürlich wieder zwei von diesen Knüppeln herstellen, weil die legen sie ja dann wahrscheinlich sicher nicht weg, oder? Habt ihr da schon mehr Erfahrung gesammelt als ich, was das Ganze betrifft? Wie viele Tage hatten wir jetzt bis zum Winter? Noch zwei, oder? Dann müssen wir ja eigentlich auch wieder Essen sammeln. Oder was heißt wieder? Einfach nochmal. Damit die uns alle nicht abhauen. So, dann braten wir gleich mal das Fleisch und räumen unser Schilfrohr auf. Haben die jetzt da schon? Nee. Ich dachte, die hätten da vielleicht schon alles abgeholzt. Haben sie zum Glück aber nicht gemacht. So, hier, Schilfrohr. Einfach rein damit. Fell. Ja, welches wollten sie denn jetzt? Keine Ahnung. Wurscht. Also, dann stecken wir jetzt hier das Fleisch hin und da muss ich ganz genau aufpassen, dass mir das keiner von denen wegklaut. Wo sind die Baum... Seht ihr? Genau das ist das, was ich meine. Die Baumstämme sind weg. Dann müssen wir uns halt nochmal zwei holen. Jetzt warte ich erstmal kurz hier, bis die Fleische hier fertig sind. Ich habe mir noch ein Burrito mit heimgenommen. Cheers. Voll geil. So. Nein, du nimmst mir nichts weg. Ha. Jetzt habe ich zwei im Inventar. Habt ihr gesehen? Der Fuchs, der wollte ganz schnell wieder das Fleisch klauen. Oh. Was macht er denn hier? Also Axt. Und Fellen. Ich hoffe, ich kann jetzt noch zwei Baumstämme aufheben. Ich hoffe, das geht. So, einer geht immer. Nee, bitte mal so. Ah, Leute. Jetzt hat. Na komm. Jetzt. Ah ja, sehr schön. Dann haben wir jetzt alles, was wir brauchen und können jetzt auch einfach in die Stadt zurückdüsen. Sehr schön. Wunderbar, wunderbar. Habe ich eigentlich noch das andere Stück Fleisch oder ist das schon vergammelt? Nee, hier ist es, gell? Nicht, dass ich jetzt das Falsche esse. Nee, hat gepasst, super. Und er rennt irgendwo da hinten? Ah, da. Ich kann dich sehen, bleib da. Ich habe alles, was du wolltest. Im Inventar. Hier. Da ist Dalibor. Stopp.
Ach so, ja, mal wieder die Waffe. Yes. Ja, benötigt ihr etwas? Hier, alles, was, nachdem du gefragt hast. Es ist eine Freude, euch zu sehen. Habt ihr die Dinge mitgebracht? Ja, nimm es. Danke, nimm diese Belohnung hier. Vergesst ihr nicht etwas, alter Mann. Worüber? Leckeres, gebratenes Fleisch für eure Frau. Eine kleine Falle haben wir bekommen und 150 Ruhm. Der hat doch aber jetzt noch was, oder? Kann ich Ihnen etwas helfen? Leider ist mein Lehrling nach Padstow gezogen. Also bin ich auf mich alleine gestellt und brauche etwas Hilfe bei ein paar Kleinigkeiten. Na klar. Oh Gott. Danke. Großauftrag. Sprich mit Marek Toli, der Zimmermann. Der ist in Padstow, ne? Der war auch in Padstow hier. Genau. Und der hat aber noch irgendwas von irgendwelchen Dingern geredet. Von irgendwelchen Tools, aber die braucht er wahrscheinlich später. Jetzt haben wir hier oben aber noch irgendwie eine Quest. Gucken wir mal dahin, weil wenn wir ja sowieso nach Petstow müssen, können wir ja die andere Quest jetzt von ihm gleich mitmachen. Wo ist denn das Questziel? Ist doch unten. Ach ja, hier. Dann einmal runter. Ach, die Emily. Was kann ich dir denn helfen? So, sie hat jetzt gesagt, sie braucht einfache Pfeile und einen Stoffköcher. Okay. Die Pfeile können wir ja herstellen. Dann müssen wir jetzt nochmal gucken, wie es mit dem Stoffköcher ist. Kann ich den schon herstellen oder eben noch nicht? Kann man eigentlich die Vögel hier auch killen? So, jetzt sind wir erstmal wieder daheim. Ganz kurz nochmal hier zum Forschungstisch. Wir haben nämlich gerade keine Forschung mehr. Was haben wir denn als letztes gemacht? Gute Frage, ne? Ich glaube, ich möchte jetzt das Räuchergestell erforschen. Und dann gehen wir mal schnell noch gucken. Stoffköcher. Der braucht Leinen. Okay, den wählen wir aber jetzt halt schon mal aus. Und was haben wir denn hier drinnen? Lagerverlagertruhe, Plumpsklo. Wohnzelt, Webstuhl, Sammellager. Ich dachte, wir hätten noch was anderes erforscht. Irgendwas Kleines, oder bin ich jetzt schon wieder doof? Wahrscheinlich eher Zweiteres. Nicht genügend Ressourcen. Was haben denn Leinen gekostet? Schilfrohr und Flachs. Ja gut, aber ich habe doch hier ganz viel Schilfrohr reingelegt. Ja. Dann muss ich vielleicht den Auftrag hier an der anderen Seite machen. Aber da ist er ja auch. Dann machen wir doch hier. Wie viel haben wir für den Stoffköcher gebraucht? 5, oder? Machen wir das jetzt mal so. Genau, 5 Leinen, alles klar. Das finde ich jetzt doof, dass die auch einen Stoffköcher möchte. Ah ja, hier, schaut her. Das Plankenschild war's. Jetzt. Dafür brauchen wir Schnüre und Holz, alles klar. Jetzt haben wir ja noch die kleine Falle, die kann ich eigentlich auch hier reintun. So, und die Felle auch. Hier haben wir die Pfeile, die nehme ich jetzt mal mit. Und dann wollte ich ja aber auch noch hier die primitive Keule. Jetzt war ich natürlich blöd, dass ich das weggeschmissen habe. Aber gut, kann man jetzt nicht ändern. Kann ich den eigentlich... Ja, jetzt ist er weg. Dann sollen sie doch zuerst mal hier die Schilder machen und dreimal vielleicht die Keule. Genau.
Dann gehen wir jetzt nochmal und holen ein bisschen Holz und dann wird es ja eh schon wieder dunkel. Nein, bitte nicht wieder ausrasten. Einfach schneiden. Super gemacht. Ich sehe schon wieder nichts. Na gut, vielleicht reicht es ja. Packen wir das auch gleich ins Lager. Na? So. Okidoki. Es ist noch nicht dunkel, aber könnte ich schon schlafen? Ja, dann schlafen wir doch einfach mal. Tag 14. Ein Tag bis zum Winter. Juhu. Ich freue mich. So. Ist jetzt hier schon irgendwas passiert? Nein. Warum? Weil wir das Zeug im Inventar brauchen. Also Holz und Schnüre. Kein Problem. Dann nehmen wir mal Holz mit und zwar... Ja, nimm halt 16 mit. Und wo waren die Schnüre nochmal? Waren die hier oben in der Kiste? Ja. Dann nehmen wir jetzt auch so viel mit, wie geht. Gut. Dann kann sich das jetzt hier mal herstellen. 8 Holz. Das heißt, 2 davon kann ich machen. Ja. Brauchen auf jeden Fall noch mehr Holz. So, Leute, das Zeug ist jetzt fertig. Eigentlich habe ich 2 Plankenschilder gecraftet. Ich weiß jetzt nicht, wo das andere schon wieder hin ist. Aber gut. Dann würde ich jetzt gerne mal ihn hier ausrüsten. Bleib mal stehen. Ich habe nämlich auch für jeden jetzt wieder so eine Keule gemacht. Wo muss denn das hin? Hier, oder? Ja. So, dann hat er jetzt zumindest ein Schild und eine primitive Keule. Und die anderen beiden kriegen natürlich auch eine Keule. Bleibt da. Weil ich hoffe, die legen sie nicht weg. Wo ist der andere da oben? Stopp. The chill in the air tells me winter's on its way. Ja, das habe ich auch gehört. Okay. Nee, geh mal dahin. Dann schmeiß mal das Zeug hier rein. Dann muss ich jetzt noch mal kurz hier schauen. Ah, die haben schon 6 Leinen gemacht. Wo haben sie denn die hingebracht? Hier, 4 Leinen. Nice. Was habe ich denn noch gebraucht? Ah, 5 Leinen und genau, Schnüre war es. Leinen und Schnüre. So, wie war das? Alt? Nee, Steuerung war es, genau. Mach mal 10 und hier von der Schnur 20. The chill in the air tells me winter's on its way. Dann legen wir die wieder rein und du kannst jetzt mit mir mitkommen. Dann gehen wir jetzt nämlich noch Fleisch holen, bevor der Winter kommt. Und haben dann auch ein paar Felle und so. Gehen dann nochmal Schilfrohr holen, weil das braucht man ja wirklich en masse, wie ich sehe. Und den einfachen Pfeil habe ich für sie schon im Inventar. Ja, passt doch super. So, da hinten... Hier. Quatsch. Nein, 3. Oida, 3. Ah, er ist tot. Sehr schön. Sehr schön. Wie viel hat er ihm jetzt abgezogen? Naja, schon ein bisschen was. Wo ist der andere? Wo ist der nächste? Ich muss mit dem Pfeil noch ein bisschen üben. Da ist doch irgendwo noch einer. Da. Ja, so wird es nichts.
Das klappt doch nicht. Wie geht es mit diesen dummen Pfeilen? Jetzt hau da gleich mich wieder um. Komm, komm, hau ihn. Ah, okay. Wow, das war ganz schön knapp. Das war richtig knapp. Der Begleiter Lubomir hat Hunger und wird dir bald nicht mehr folgen. Toll. Naja, wurscht. Die Wölfe sind hier jetzt... Jetzt wollte ich gerade sagen, weg, aber da hinten ist noch einer. Wie viel Fleisch hier rumliegt, ne? Na gut, zu dem gehen wir jetzt aber mal nicht. Aber der ist halt genau da hinten. Ja gut, ich glaube, wir können das umgehen. Wo ist noch Schilfrohr dort? Aber da komme ich in die Nähe von diesem Wolf. Das möchte ich eigentlich nicht. Okay, jetzt bin ich sowieso voll. Das ist gut. Dann gehen wir zurück und schauen, dass wir währenddessen hier zum Beispiel... Kann ich keine Pilze hier mitnehmen oder was? Hier sind Pilze. Ach so, mein Inventar ist ja voll. Lumumir. Kannst du mal bitte das hier nehmen? Und dann kannst du mir eins davon geben und kriegst ein Pilzi. So. Das ist doch was. Er folgt mir nicht mehr und sucht nach Nahrung. Ich habe ihm gerade einen Pilz gegeben. Und was hast du überhaupt da in der Hand? Hast du jetzt schon wieder Hunger? Dann isst doch jetzt nochmal die Beere. Mein Gott, ey, regt der mich was auf. So. So, jetzt bin ich voll. Und in Ernten bin ich auf Stufe 3 hochgestiegen. Ist auch nicht schlecht. Jetzt aber erstmal wieder heim. Meine Gesundheit muss hoch. Seine muss hoch. Ich glaube, dass ich daheim noch einen Verband rumliegen habe. Da muss ich dann mal gucken. Und dann können wir ja vielleicht den Stoffköcher machen und ihn zu Emily schon bringen. Dann haben wir die Quest nämlich auch erledigt. Oh, macht sie. Kannst du aber das mal wegstecken? So, meine lieben Leute, dann habt ihr hier Schilfrohr, Pilze, Fell. Die zwei Fleisch tue ich einfach denen mal hier dran. Und wer sich's grabbelt, der grabbelt sich's halt. Du kannst mir die dann alle nochmal geben und kannst wieder Arbeiter sein. Einmal hier rein und zweimal einfache Schnur. Lager öffnen. Zweimal einfache Schnur. Und hier sind viermal Leinen. Da wurde doch aber mehr hergestellt. Ja, hier sind die restlichen. Dann nehmen wir davon einen und dann können wir nämlich den Stoffköcher machen. Super. Supi. Dann haben wir den Stoffköcher jetzt auch. Und können die Quest dann somit auch abgeben gehen. Wegen dieses Köchers und der Pfeile, die du wolltest. Ja, hier, bitteschön. Oh, Lehrlingsbuch, Bogenschießen oder Beweglichkeit. Ich nehme Bogenschießen. 100 Münzen und 130 Ruhm. Cool. Gibt es denn jetzt gerade hier noch eine Quest, die hier rumläuft? Nein, aktuell nicht. Das ist ja sehr schade. Nimmst du diese Biete? Habe ich ihr jetzt eigentlich alle Pfeile gegeben? Tatsächlich. Da stand aber, sie möchte nur einen. Unverschämtheit. Das heißt, die muss ich mir auch wieder herstellen.
Hier können wir Bären mitnehmen. Eine Beere. Wisst ihr was? Die snacke ich mir selber. Quatsch, hier muss ich hin. Gut, dann habt ihr hier euren Hanf. Den Stoffverband nehme ich mir mit. So. Hä? Wieso kann ich denn... Muss der hier sein, oder was? Ah ja, jetzt hat... Okay, passt. Super duper. Ja, dann Leute, würde ich den Part aber jetzt an der Stelle auch beenden. Hat auf jeden Fall wieder richtig Spaß gemacht, diesen Part aufzunehmen. Und ja, wir kommen Stück für Stück voran. Jetzt kommt dann wieder der Winter. Mal schauen, ob wir den überleben. Und ich hoffe, dass wir dann im nächsten Part auch mal nach Petstore gehen können, um da unsere beiden Quests abzugeben. Also in dem Sinn, ich wünsche euch einen wunderschönen Abend und natürlich ein schönes Wochenende. Wir sehen uns dann im Part von morgen. Bye!